Kosten. So. Nein, stopp, ich bin noch nicht fertig. Ja. Jetzt gibt es Varianten. Warte jetzt mal, ich muss auch noch was sagen. Ganz schrecklich. Ganz schreckliches. Hatte, mit der ich ins stunnen könnte, das ist mein Fünferangriff und die würde ich verlieren. Der Fünferangriff ist das einzige, was ich habe, was irgendwo ich durch sein Schild durchkomme. Ja. Das würde ich nicht nächste Runde stunnen. Wieso? Für wann hättest du den Fünferangriff aufgehoben? Ich hätte ihn nächste Runde damit angegriffen. Ja. Ja, stunst du ihn nicht damit ist gleich? Ist der Fünferangriff und unten ist ein Move, wo ich ihn stunnen würde. Und aber die Karte auf Lost, genau, so ist das. Ach so. Du wolltest vorher den Fünferangriff ein paar Mal einsetzen. Das ja, sicher. Und den brauchen wir auch. Ja, du hast recht. Ich kann ihn nicht. Ja, ist wurscht, ich stunne ihn nächste Runde eh. Zumindest einmal stunne ich ihn. Okay, vergiss das mal, weil wir stunnen ihn jetzt nicht. So, jetzt ist folgendes Problem bei mir. Wenn ich... Ah, warte mal, das ist eine Regelfrage. Am Ende unseres... Stopp, ich versuche mal nach zu sagen, was das Problem ist. In den Special Rules steht, dass wir am Ende unseres Zuges jeweils 2 Schaden bekommen. Wie steht's denn da? All characters and character summons occupy... Das ist auch blöd. All characters and character summons suffer 2 damage at the end of each of their turns. Ah, ich kann meinen Decoy gar nicht mehr heilen, weil der schon seine 2 Schaden kriegt, bevor ich überhaupt dran bin. Weil er vor dir dran ist, oder wie? Weil er vor mir dran ist, ja. Das heißt, mein Decoy kann nicht mehr tanken, weil er nimmt die 2 Schaden, bevor ich überhaupt was machen kann und stirbt jetzt. Es war schön, dich kennengelernt zu haben, Decoy. Das heißt, einer von uns wird jetzt angegriffen. Ja. Ande? Hartmann, du hast das wieder mal wurscht. Ich angegriffen. Naja, wenn wir es so einrichten können, dann ja. Also derzeit greift er den Hartmann an. Ich bleibe da stehen, wo ich jetzt bin. Ich gehe nicht zu ihm hin. Derzeit greift er den Hartmann an, das sage ich, mal so. Ich werde vor ihm stehen. Wie viel Leben hast du jetzt gerade? Ich habe jetzt 10, das heißt du könntest mich heilen. Dein Maximum ist 14? Mein Maximum ist 14, ja. Das Problem ist, mein Heilzauber hat eine Reichweite von 2. Das bedeutet nur René oder ich. Und das heißt de facto nur René, weil ich habe zu viel. Genau. Was ist mit dem Restorative Mist, den oberen? Den habe ich. Der hat Range 3. Gesetzt, um auf den, wen? Ande zu heilen. Ah. Wobei, ich kann mich da noch umentscheiden. Jetzt, nachdem mein Totem eh tot ist. Das sind 5 Heilungen. Aber warum heilst du jetzt den Andi? Okay, nein. Der hat 8. Ich fresse jetzt den Schaden von dem. Ande, habe ich dich jetzt gerade um 5 geheilt? Nein, hast du nicht. Um 3, wen dann? Nein, um 5, weil ich Reinvigorating Elixir aus. Also, warte mal, stopp, Hartmann, nein, du heilst mich. Eben, hast du ihn geheilt, nicht mich. Okay, nein, die Frage war jetzt nur, ob ich schon jemanden geheilt habe um 5. Nicht, nein, nicht. Hast du nicht. Okay, dann heile ich dich um 5. Und jetzt ist die Frage, und ich glaube, ich werde mir diese. Wer ist dich? Michel. Ja, passt. Das ist die obere Hälfte von Restorative Mist. Und jetzt frage ich mich, ob ich die untere Hälfte von Reviving Shock überhaupt einsetzen sollte jetzt. Die hebe ich mir lieber auf und bewege mich um bis zu 2. Mhm. Könntest du dich daher stellen? Ich glaube, ich werde es verfallen lassen. Ja, lieber daher stellen. Wenn Michi, du gehst zu ihm hin, hast du gesagt. Ja, genau. Ja. Warte mal. Ja, wir sollten dann dastehen. Der Andi sollte irgendwann mal dastehen. Kann ich übrigens werfen, damit wir alle möglichst voneinander Wind entfernt machen. Stehen. Ja, Wind hätte ich auch ganz gern. Zu dem kommen wir gleich. Weil dann könnte ich das, wenn der Michi nachher dran ist und sich zu ihm hinbewegt, wird sich der um ein Feld von Michi wegbewegen, damit er ihn ohne Disadvantage angreift. Das heißt, er wird dann wahrscheinlich da oder der da. Der ist Fernangriff. Ja. Ja. Also er wird am Ende des Zuges entweder hier oder hier stehen. Da stehe ich hier, glaube ich, ganz gut, wo ich bin. Ja, ich bewege mich ein Feld hin zu ihm und jetzt kommt das nächste. Jetzt setze ich 2 Tränke ein, die ich habe. Ich setze ein Element kann ich erzeugen, aber da muss ich mir jetzt sagen, nein, welches. Ich sehe gerade, ich habe einen Fehler auch gemacht. Mein Angriff ist nur Range 2.
Ich ja. muss dann die untere Hälfte von der Frost Armor anstatt für die Frost Armor für Bewegung verwenden. God. Das ist schlecht. Yeah. Sonst kann ich ihm keine Wunde schlagen. Was? Gut, Harid weiter. So, du erzeugst Feuer. Ich könnte Feuer. Jetzt ein Element erzeugen. Welches? Feuer. Also, wenn du eine Wunde haben willst, dann musst du Feuer machen. Okay. Ja, ich mach Feuer. Wunde ist gut. Dann braucht man nur 34 Runden durchhalten. Genau. Ja. Dann laufen wir einfach im Kreis. Und jetzt erleide ich 2 Schaden. Am Ende meines Zuges. Oh mein Gott. Heftig. Übrigens, wer hat mir den Piercing Bow eingeredet? Ich. Das war eine gute Idee. Ja, sag ich auch. Mein Zug ist beendet. Der Golem hat immer noch 34 Leben. Ich freue mich schon, wenn mit seiner Heilung kommen, wenn er sich selbst heilt. Da bin ich jetzt dran. Ja. Und du machst jetzt einen 8er Angriff auf ihn? Ja, ich mach mal Nature's Lift und bewege mit die Unterhälfte von Nature's Lift einfach aus Bewegung. Ich bewege mich daher. Dann setze ich noch ein meine Potion, meiner Power Potion. Kommt noch ein Attack dazu. Kann ich eigentlich schon umdrehen, oder? Plus 1. Sonst habe ich eigentlich eh nichts mehr. Dann knall ich ihm die. Warte mal, stopp! Du hast ja die Heavy Griefs gehabt. Du hättest dich nicht wegpushen lassen müssen. Als der Golem erschienen ist. Stimmt. Das heißt, du kannst eh noch neben ihm stehen. Wenn du willst. Super. Ja, aber es wird keinen Unterschied machen hier. Ja, er hätte einen Unterschied gemacht. Du hättest eine andere Karte gespielt, aber es ist jetzt zu spät. Ja, definitiv sogar. Ja, schade. Das ist ärgerlich. Aber okay, ja, gut. Das ist okay. Jetzt können wir sagen, du hast alles hingemacht. Wir sollten das nächste Mal nicht stoppen. Ich verwende jetzt Blunt Force. Setze ich jetzt ein. Ich ziehe eine Karte. Minus 1. Ist okay. Ich greife mit 7 an. Nein, mit 8. Nein, mit 8. Stimmt, mit 8. Minus 3, er nimmt 5 Schaden. 5 Schaden. Na bitte. Wir haben ihn schon unter 30. Eine Karte verschwindet, die andere kommt daher. Dann die Naturmagie ist weg. Und ich bekomme 2 Schaden. Ja. Die auch schon 2 Schaden gegeben hat, ne? Ja, ich habe schon 2 gemacht. Gut gemacht, Michi. René, jetzt schau mal, was du noch machen kannst aus deinen Karten. Ich komm dran, oder? Achso, ja, der andere ist vor. Ja, ja. Also, ich spiele jetzt das erste Mal Juggernaut aus, die untere Hälfte. Ja. Lege ich da runter. Den kannst du gleich einmal aktivieren, weil du deine 2 Schaden. Noch nicht, erst am Ende meiner Runde. Ja. Und dann mache ich ein Attack 3 auf ihn mit Sphere-Dagger. Mhm. Das ist ein Attack 4, das heißt, er kriegt immerhin einen Schaden. Ja. Cool. Das wird. Also, ich krieg keine Erfahrung. Hat irgendwer Preußen eigentlich? Ja, nächste Runde. Ich habe mir extra die Karte jetzt geholt. Ach, sehr gut. Na gut, das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich. So, der Andi muss noch seinen Trackcom 1 vorschieben und so. Ah, Moment, ich bekomme nur einen Schaden, sehe ich gerade. Hey. Ich habe einen Chainmail. Ja, aber der Reihe nach. Ja. Der Michi, deine Chainmail, wenn du das siehst, on the next 3 sources of damage on attacks. Passt. Ja. Ja. Gut. Jetzt Andi, der kriegt einmal eine Erfahrung bei seinem Chuck. Ja, hab ich gemacht. Und ich setze jetzt meine Minus Stamina Potion ein und nehme hier Karten raus. Ja. Okay, aber dann ist der René dran, ja. Na gut, nachdem ich leider meine Frost Armor nicht einsetzen kann, weil ich sie zum Bewegen verwenden muss, das ist schlecht, weil dann habe ich auch kein Eis nächste Runde für Stunnen. Naja, das ist auch unangenehm für dich, weil wir können ihn dann nicht stunnen nächste Runde. Ich bin nächste Runde nicht neben ihm, wir haben einen Tank. Genau. Nein, der Andi wird nicht machen. Er kann zwar noch einmal tanken, aber ja. Na gut, ich bewege mich ein Feld. Das hast du ordentlich verpfuscht. Was heißt, ich hab's ordentlich verpfuscht?
und mach einen Dreierangriff und eine Wunde. Ach, Wunder. Sehr gut. Wo ist denn das da? Ja, okay, ich mach keinen Schaden, aber immerhin hat er eine Wunde. Und ab jetzt macht er jedes Mal einen Punkt Schaden, wenn er drankommt. Er macht einen Punkt Schaden? Bei sich selbst. Ja, du machst jetzt 2 Punkte Schaden bei dir. Ja, aber nächste Runde wäre schön, wenn ich geheilt werden könnte. Vielleicht heile ich mich selber. Ich sollte immer Heilungen parat haben. Und ich glaube, ich habe sogar was sehr Schönes nächste Runde für uns. Okay. Jetzt ist der Golem dran. Der haut den nicht. Hat noch irgendjemand Windenergie für mich? Vielleicht der andere. Also ich kann nächste Runde, wenn es sein muss, Windenergie machen. Wo soll sich der Golem jetzt hinbewegen für den Angriff auf den, Michi? Es gibt dieses Feld hier, dieses hier und dieses. Aber ich kann es erst relativ spät machen. Windenergie. Und dann schaue ich auch, dass ich recht spät dran bin. Wir wollen, dass er nächste Runde an Ande fokussiert. Ande, du musst aber früh dran sein nächste Runde. Kann nicht. Wenn ich Wind machen soll, kann ich nicht früh dran sein. Du verbrauchst deine 3 Unverwundbarkeiten immer nur für diese 2 Schadenspunkte. Ich weiß. Aber wenn ich Wind machen soll, kann ich spät dran sein. Das nächste Runde. So, wir können jetzt den Golem hier herstellen oder hier herstellen. Oder müssen wir uns jetzt wirklich für nächste Runde schon überlegen? Dann komme ich früh dran. Ich glaube nämlich, wir wollen, dass er den an die nächste Runde fokussiert. Magst du dann Wind oder nicht? Hat er mich jetzt. Nein, er bewegt sich erst ein Feld von dir weg. Das diskutieren wir gerade, zu welchem Feld wir ihn hinlassen wollen. Werde ich nächste Runde geheilt eigentlich von irgendjemandem von euch? Hartmann, wir haben einen massiven Denkfehler, das geht gerade nicht. Wenn er sich zuerst bewegt, dann sind alle wieder Targets und speziell du, Hartmann. Nein, er tut erst sein Target aussuchen und dann bewegt sich effizient anzugreifen. Ja. Für nächste Runde kann er fokussiert er momentan den von uns drei in der nächsten Runde als Fürster dran ist. Das sollte ich komme ziemlich früh dran und ich werde mich neben ihm stellen. Ja. Er hat schon seinen Wundenschaden erlitten und jetzt macht er seinen Fernkampfangriff einen Angriff 6 auf den Michael. Schaffen. So, jetzt. Minus 1, also ein Angriff, also 5 Schaden. Grundsätzlich. René, wichtig ist, dass wir dich heilen, bevor du dran bist. Oder dass du dich heilst, wenn du dran bist. Eins von den beiden, weil am Ende deines Zuges verlierst du dich. Ja, ich weiß. So, die Runde ist abgeschlossen. Moment, nein, ich bekomme keine 5 Schaden. Jetzt habe ich den Chainmail. Ja, genau, 4. Boah. Das ist eine Kröte, dieses Ding. Ja, vor allem die. Er hat eine Wunde gehabt, gell? Was ist denn das Schab zu? Hab ich ihm abgezogen, ja. Gut. Oder nicht gut, wir gehen in die nächste Runde. Warte mal, wenn ich ihn jetzt immobilize, dann müsste er mit Disadvantage angreifen, oder? Wenn jemand neben ihm steht, dann ja. Ja, hey, das haben wir ja vor. Wie früh bist du dran, Ande? Also, ziemlich früh. Okay. Es kann sein, dass ich vor dir dran bin, dann würde er mich fokussieren. Aber ich muss, das was ich mache, kann ich leider nicht anders machen, weil ich muss diese beiden Karten spielen, die ich da spiele, da habe ich keine Wahl. Und die sind beide sehr früh.
warte mal, wir haben keine Naturenergie, gell? Nö, produziert keine Energie. Naturenergie? Ich habe überhaupt keine. Ich mache eine und relativ früh. Relativ früh? Warte, ich schau nochmal. Braucht irgendwer andere? Ja, also sogar ziemlich früh. Braucht die irgendwer andere? Windenergie brauche ich. Lass uns mal, nein. Ich weiß, ich sag's ja nur wegen am Andi. Ja, ich sind kann sie nicht zwei machen. Sind ich kann sie nicht machen, sorry. Also, gut ankommen und Windenergie, das kriegt sie. Also, wenn ich von ihm fokussiert werde, weil ich doch vom Andi dran bin, dann muss ich eine Karte verlieren, aber das ist auch okay. Na, ich bin jetzt früh dran. Bei mir ist auch wichtig, dass ich früh dran bin, weil ich ihm Gift verabreiche und je höheren Angriff mache, ist das günstig. Mhm, das stimmt. Also, da riskiere ich sogar, dass ich fokussiert werde. Wenn ich fokussiert werde, ist auch nicht so tragisch, weil dann hast du nächste Runde eh noch einmal, wo du noch eine Unverwundbarkeit hast, wo du dann tanken kannst. Ja, du kannst genau einmal noch tanken, wo du unverwundbar bist. Diese Runde oder nächste Runde. Ja. Wir haben alle, gell? Mhm. So, 10. Sag, wann bist du dran? Ha, Gott sei Dank. 17. So, Golem. Golem, was machst du so diese Runde? 72. Er ist wenigstens immer recht spät dran. Angriff plus 1, seine Reichweite ist sogar geringer, aber das wird nichts ausmachen und dann erleidet er 2 Schaden. Das ist sehr angenehm. Das ist eine gute Runde, glaube ich. Es wird zwar ein Angriff 7 werden, aber auch wieder auf einen unverwundbaren Angriff und gut. Disadvantage. Dann fahre ich mal neben ihn hin. Das mache ich mit Provoking Roar mit der unteren Hälfte. Dann mache ich jetzt einen Angriff 5 und verwende meine Easy Eye Goggles. Genau. Den Schaden. Passt. Das heißt, 7 Schaden gehen durch. Nicht schlecht. Dann ist er jetzt auf 20. Hey, er ist auf 20 Leute. Und ich krieg eine Erfahrung. Ja, das geht ja. Das war cool. Mhm. Jetzt kriegst du noch eine Erfahrung und genau. Juggernaut geht um 1 runter. Jetzt. Jetzt bin ich dran. Ich bewege mich ein Feld und zwar zu René und Michi hin und heile dann beide um 3. Das ist die untere Hälfte von Restorative Mist, das ist eine Heal 1, aber wird durch meine Potent Potables zum Heal 3. Ich kriege eine Erfahrung. Hurra, ich lebe. Und dann eine Runde mache länger. Ich einen Fernkampfangriff, einen Angriff 2. Ein Angriff 2 auf den Golem, das wird nicht viel ausmachen. Ich ziehe. Plus 1, geht nichts durch. Aber er wird vergiftet. Das heißt, unsere Angriffe kriegen alle plus 1, oder? Richtig, ab jetzt. Mhm. Naturenergie. Er hat trotzdem immer noch mehr als die Hälfte seiner Leben. Ja. Ich gehe um 2 Lebenspunkte runter und habe nur noch 3. Zug ist beendet. Frage. Kann ich von Sentient Growth den Fernkampfangriff verwenden mit Heal 2 auf uns? Also auf euch 2? Ja, aber dann greifst du niemanden an. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Kannst du es heilen verwenden? Ich verwende es. Du kannst uns 3 und 2 heilen, das ist super. Nein, ich. Euch 2. Nein, dich selber auch, du stehst ja auch im. Perfect All Allies. Da haben wir letztens drüber diskutiert und du hast mir gesagt, nein, das geht nicht. Du hast recht, das ist nein, aber ich will ihn immobilisieren. Ich will nicht, dass er sich bewegt. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht, dass er sich bewegt. Er hat keine Bewegung auf seiner Karte. In dieser Runde. Immobilize macht nichts. Macht keinen Unterschied. Ja, aber sonst will ich einen Schritt vor zurückgehen und ich heile euch auch um 1. Aber 2 ist natürlich besser für euch, ne? Schaut's nicht gut aus. 2 ist besser als 1, sag ich mal ganz generell, ja. Ja, kann ich das verwenden jetzt auf euch, ja, oder? Ja, natürlich, ja. Ja. Und unten nochmal die Heilung 2 auf irgendjemanden. Ah ja, stimmt. Richtig. Ja, auch noch.
Ja, so machen wir das. Okay. Gut. Das heißt, du hältst den Hardmonk nicht auf um 2 Punkte, oder wie? Ja. Dankeschön, oder ich greife, ich heile nur gut. Den Hard, oder ich heile nur den Hard. Na, geht nicht. Ja, aber ich könnte Blut heilen mit dem Angriff eigentlich. Ja, aber ja, er hat drei Schild, vergiss es nicht. Ein Angriff 2 macht. Ja, das ist ein Angriff 3 gegen 3 Schild. Also. Ja, es ist immer noch ein ja, Angriff. Ja, aber er hat Gift, Schild. Er kriegt trotzdem Schaden. Nein, er kriegt keinen Schaden. Es ist ein Angriff 3. Wenn. Jetzt höre ich euch nicht. Hallo? Ach, weh. Wie habt ihr plus 1 gekriegt? Du hast gerade eine Karte ausgespielt, wo du auch den Attack erhöht hast von mir. Nein, ich habe euch geheilt um 3. Ja, Attack war da glaube ich auch dabei, hast du ja vorher gesagt. Hast du mich jetzt auch geheilt? Eigentlich? Nein, dich nicht. Nur den René und den Michi, weil dich habe ich nicht so gern. Oh. Natürlich mag er dich nicht. Okay. Also, okay, das ja, war nur gut. Eine Heilung, Michi. Das war okay. Okay, also gut. Ich glaube, die Doppelheilung zahlt sich ja, mehr passt. Aus. Okay. Weil wir gut. Sollten wirklich schauen. Naja, vor allem mit der unteren. Wen heilst du mit der unteren? Da kannst du jeden von uns heilen. Beziehungsweise ja, auch die. Aber er steht der nächste Runde neben uns, gell? Nein, er bewegt sich nicht. Nicht notwendigerweise. Er bewegt, naja, sich, er ja? bewegt sich nicht richtig. Okay, also ich heile euch 2 und ich heile dann noch jemanden um 2. War. Den Andi, heil oder? Ich selber. Heil ich selber. Ja. Also, der Andi ist auch in Reichweite, gell? Ja, der Andi ist auch in Reichweite. Aber der Andi hat viel Leben. Ich habe noch ein paar große Heilungen, die knall ich dann okay, drauf. Okay, passt, dann heile ich mich selber. Weil gesehen, ich werde ja. wahrscheinlich auch wieder vor ihm stehen. Okay. Ja. Gut. Dann ist Wochen. René dran. Na gut, nachdem ich meine Heilung nicht mehr brauche, was ich eh gut finde, weil ich will die Karte eigentlich nicht dafür verschwenden, überlege ich mir gerade, aber Muddle werden wir nicht brauchen, oder? Wobei, wenn ich sie spiele, den Icy Blast, die obere Hälfte, könnte ich in nächste Runde stunnen. Ich verliere zwar die Karte, aber wie gesagt, ich könnte ihn stunnen. Was sagt ihr? Schwierig. Ich meine, an und für sich hätte ich die obere Hälfte von Crackling eher gespielt. Aber ich habe jetzt keine Luft, das heißt, ich würde nur plus einen Schaden machen. Pro ja, die Frage ist, ob Angriff. Man das hinkriegen mit Crackling, er wird jetzt discarded werden. Ob du das überhaupt noch, ob wir das noch hinkriegen, dass du Crackling eher noch spielen kannst. Ja, ich spiele die Crackling eher einfach. Das passt schon. Und mit der unteren Hälfte von hier bewege ich mich einfach nur. Ja, also du stehst aber eh nicht so schlecht. Nein, ich stehe schon schlecht. Okay. Wieso? Weil wir nicht nebeneinander stehen sollten, vergessen. Ich habe vorhin auch Schaden gekriegt, wie ich neben dir gestanden bin, wie du angegriffen wurdest. Ah ja, genau. Ja, wir bewegen uns ja nachher weg wieder. Also wir können auseinander gehen. Weil ja, es wird vor allem nächste Runde wahrscheinlich auch der Ande fokussiert sein. Genau. Sicher? Naja, dann bleibe ich da stehen. Da naja, ich meine, es ist mir eh recht, weil ich habe nur 2 Range 3 Attacks noch bei der Hand. Ist mir eh recht, wenn ich ihn nicht. Ja, dann stehst du aber eh gut. Gut. Ja. So. Dann leg einfach Counter drauf. Weil Schaden nützt. Aber warum wollten wir nicht matteln? Also das zählt. Weil er sowieso ein Disadvantage jetzt hat, weil durch das, dass er neben am Andi steht. Ja, stimmt. Ist außerdem eher unverwundbar. Und ich verliere die Karte und so gut ist sie nicht. Kannst du eigentlich eine Karte wieder aus dem Lost Pile zurücknehmen, Partner? Zurückgeben? Ich glaube, das habe ich schon in dem Szenario. Ja, da hast du es mir. Kann eigentlich jemand von euch Wind erzeugen? Nein, du kannst Wind erzeugen, Andi. Ich erzeug Wind, genau. Das mache ich auch. Aber wird mir der bleiben oder wird auch den jemand von euch? Ich habe eine Karte, die das braucht. Die hast du gerade gesehen, die habe ich gerade ausgespielt. Das wäre gut gewesen, wenn ich es jetzt gekriegt hätte, den Wind. Ja. Also, ja. Da hätte ich insgesamt 5 Punkte mehr Schaden gemacht. 4 Schaden gemacht. Ja. Naja, 4. Okay. Ich hätte es eh gespielt. Weil alle wollten, dass ich früh drankomme. Ja,
Ja, das war auch wichtig. Und war auch ganz positiv. Der Golem ist jetzt dran. Der greift den... Warte mal, Naturenergie ist wieder weg, ja? Ich... Ja. Die hast du verbraucht gerade, ja? Achso, warte mal, ich krieg noch zwei Schaden. Und das ist... Hey, ich hab mal zwei gezogen für ihn. Cool. Ich loste meine Karte, gell? Ja. Und nehme eine Erfahrung. Er hat dir gerade 14 Schaden gemacht, ja? Hat er nicht, er hat Disadvantage. Oh. Jo. Und er leidet 3 Schaden insgesamt. Er geht von 20 auf 17 runter. 2 durch seine Karte, 1 durch seine Wunde. Okay. Okay. Jetzt ist er unter der Hälfte. Leute, das wird trotzdem noch knapp. Okay. Ja. Ich könnte ihn pushen, aber das würde euch keine Freude machen, gell? Nein, das würde uns nicht freuen. Außer du pusht ihn irgendwie in diese Falle da, was er dann schwierig sein könnte. Das wäre allerdings eine coole Sache, wenn jemand in diese Falle putzt. Aber ich muss das pushen, nicht machen, oder? Bevor die neue Runde anfängt, stoppe ich das mal. Aber wenn du es machst, dann musst du es